Hallo zusammen! Das letzte Mal haben wir die Clash Royale League angeschaut und heute möchten wir den Fokus auf einen anderen Modus vom Spiel setzen. 2 gegen 2. Und weil ich das natürlich nicht allein machen kann, habe ich mir den Dave mitgenommen. Hallo! Genau wie im 1 gegen 1 spielt man auch hier mit seinem zusammengestellten Deck. Der Vorteil ist natürlich, dass man zum Beispiel seine Decks aufeinander abstimmen kann, Synergien nutzen bzw. einen anderen Fokus legen. Ich könnte zum Beispiel Tanks hineinnehmen, während Dave den Schaden bringt. Wir haben allerdings festgestellt, dass das nicht unbedingt funktioniert. Der grösste Erfolg haben wir damit gehabt, dass wir einfach mehr oder weniger das gleiche Deck genommen haben, mit ein paar minimalen Anpassungen. Let's go! Schauen wir mal, ich habe Bogenschütz, Minions, nein, nicht Minions. Baby Dragon, Baby Archers. Witch und oh Gott, wir müssen es schnell machen. Ich mache Baby für das Splash. Ja, das ist easy. Und jetzt tue ich auch noch mein Baby dazu. Ja, das ist gut. Archers. Ich tue noch. Ah, fuck, hast du? Ja. Ich tue noch Feuerballen hier in ihre Gebäude, dass die hier weg sind. Ja, voll, das ist super. Und das sind so eine Value Hände drin. Ja, das war doch ein nicer Push gewesen. Ich habe einen Witch. Fetzet Witch. Ja, ist gut. Links ich habe Ritter. Ja, Ritter habe ich jetzt auch. Hast du Bürgerbogenpfeil? Ja, ich habe ihn. Okay. Ja, ich glaube, das Ding sollten wir haben. Ja, voll. Das ist gut. Sie machen immer ihre Hütte, Mann. Das kommt vorne gut. Ja, sie haben es auch. Wir müssen einfach ein Splash machen. Links. Hast du viel? Ja, hätte ich auch. Ah, okay. Okay, Splash ist schon gut. Ich warte mit dem viel lieber auf die Armee. Ja. Ja, weißt du, wir, solange wir Splash haben, ist gut. Weil dann können sie mit ihren kleinen Minions nicht machen. Ja. Ich tue mal Twitch rechts für laufen da. Hast du irgendetwas Tankings zum vorne stellen? Ich mache Arrows. Oh ja, das ist gut. Nein, ich habe nicht Tankings. Okay, ich habe die Armee wieder ready, falls wir mit dem Ding kommen. Ich setze jetzt nachher den Soldier. Ja. Aber ich tue das Berg ab links zu verteidigen. Ja. Ja, ich glaube, das sollte man rechts sollte man das haben. Sie hauen alles auf die Linke hin und so immer. Ich kann vorne nicht wissen, wie das macht. Ja, eh, okay. GG. Ich hasse noch einen Vierball. Ja, das sollte man nicht im Kasten haben. Da könnte ich nicht mehr viel machen. Oh, natürlich, dieses. Ich mach Arrows innen. Ja, fix. Oh, Juicy. Oh, juicy. Und Baby Dragon. Juicy. Ja. Ich mache einen Splash noch mit dem Ding, mit der Witch. Ich kreuze ihn gerade mit dem Feuerball wieder. GG! Die Gebäude, Mann, das ist ja. Das ist keine Ahnung, was der will, Mann. Ich kenne gar nicht den. Irgendwie. Wow! Ja. Hit him with the. Und gutes nice. Spiel. Nice. Also da hat irgendwie ein Spawner-Deck will spielen, helfen. Das ist ganz aufgegangen. Wieder in der legendären Arena, wo ich nie ankomme. Nie werde ich ankommen. Ja. Gegen den Miyako und den Migate no Gokui. Ich habe Witch, Soldier, Spear Goblins und Archers. Ich habe auch Spear Goblins, Witch und Tank. Machen wir Witch links? Ja. Ich kann noch vorne den Knight anstellen. Ja, kann ich auch. Ja, machen wir. Und jetzt. Nice. Nice. Gut. Ich tue Archers gerade noch hinterbringen. Weil sie haben jetzt schon relativ viel rausgehauen. Jo. Ja, verdammt. Tun wir noch ein bisschen warten. Also ich kann jetzt achten. Lol. Wir setzen den Goblin Barrel hier. Jo. Whatever. Ich kann gerade Arrows. Freeze. Hey, die haben zu viel, so viel Spell, Mann. Ich glaube, denen. Ich muss mal ein paar Minions geben. Jetzt habe ich einen Klar. Wieso? Ich habe eine Mini-Witch in okay, der Zone. Nice, okay. Sie haben den. Ich habe dann auch Bomber verkackt. Knight? Ja. Knight. Ich tue mal ein Baby noch hinten. Und Witch habe ich auch noch.
Ja, den haben wir. Ja. Wir könnten also eigentlich gleich durchpushen und versuchen, ihr Team zu holen. Also, Archer. Spare Goblins. Sie haben, glaube ich, jetzt alle Spares gebucht und haben noch nicht viel. Ja, das sollten wir haben. Ja, das sollten wir. Ah, wohl. Ja, okay, gut, wir warten. Wir warten. Mehr, ich habe jetzt gerade meine Minions noch in der Fans. Ja, es sind halt gleich zwei Kanonentürme, dann mit 2 gegen 2. Ich mache meine Arrows. Jo. Und bye bye. Und tschüss. Wieso freest du denn da jetzt noch? Ja, er hat wahrscheinlich gespielt. Hey, hey, hey. Okay, bevor wir warten, bis er angezogen hat. Und dann tun wir die Defense. Ja, jetzt können wir den noch rasch boosten. Ich kann den Midnight. Ja, jetzt haben wir es kaputt. Ja, jetzt ist finito. GG. Ja, sie haben ein komisches Placement gehabt, Firmen, sag ich. Oh, was? Geronimo! Ja, Dings. Nice. GG. Mit dem 2 gegen 2 Modus haben die Entwickler im Spiel einfach ein bisschen mehr Action gegeben, weil mit 16 Karten auf dem Spielfeld geht es einfach mehr ab als mit 8. Es geht nicht nur mehr ab, sondern was mir persönlich jetzt an dem Ganzen auch am meisten Spass gemacht hat, ist Kommunikation. Und zwar darum ist es eigentlich am besten, wenn man wirklich wie Jonas und ich direkt nebeneinander hockt und sich die ganze Zeit austauschen, die ganze Zeit koordinieren kann. Und so haben die Gegner dann eigentlich am Schluss auch fast keine Chance. Ja, und seien wir ehrlich, allein spielen macht doch auch nicht immer Spass. Also schnappt euren Kollegen, euren Mitarbeiter in der Pause oder wenn ihr weder Kollegen noch Freunde habt, holt euch einfach ein zweites Handy. Wie findet ihr den 2 gegen 2 Modus? Sagt uns doch das auf Twitter, Facebook, YouTube, wo auch immer es einen Kommentar spalten oder Möglichkeit gibt. Schreibt es dort rein und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis bald. eSports.ch Powered by UPC.